Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Der Freitag bei ERZTV Kompakt. Vorsteller bei Berufsorientierung in Bärenstein, Vorzeiger bei Gebäudeübergabe in Pöhla und Vorleser bei Schulwettbewerb in Oelsnitz. Glück auf Erzgebirge! Durch den Brückentag am Montag zum Feiertag am 1. Mai kann sich so mancher unter uns auf ein verlängertes Wochenende freuen. Und auch wer am Montag zur Arbeit muss, hat sich schon Pläne für die nächsten Tage geschmiedet. Immerhin warten ja auch am Montagabend allerorten Hexenfeuer auf Schaulustige. Eine ganze Reihe Veranstaltungstipps gibt es bei uns am Ende der Sendung. Apropos Pläne schmieden. Wissen Sie schon, was Sie am 1. Septemberwochenende im Jahr 2020 machen? Vielleicht treffen wir uns ja dann in Aue. Die Stadt, zu der dann auch Bad Schlema gehören könnte, will dann nämlich den Tag der Sachsen ausrichten. Zumindest soll sich dafür beworben werden. Schüler, die derzeit die 6. Klasse besuchen, gehen im Herbst 2020 in die 8. Klasse. Spätestens dann wird es langsam ernst mit der Berufswahl. Sechstklässler aus Großrückerswalde haben am Donnerstag den Girls and Boys Day, um sich jetzt schon mal etwas zu orientieren. Immer am letzten Donnerstag im April ist in Deutschland der sogenannte Girls and Boys Day. Dabei wird Mädchen und Jungen die Möglichkeit geboten, Berufsfelder kennenzulernen, die außerhalb der traditionellen Orientierung liegen. So können sich Mädchen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen umsehen und Jungen können einen Einblick in soziale, erzieherische und pflegerische Bereiche erhalten. Auch das Erzgebirge macht mit. Die Schüler zweier sechster Klassen der evangelischen Oberschule Erhard und Rudolf Mauersberger Großrückerswalde waren am Girls and Boys Day in Bärenstein auf Tour. Die Mädchen schnupperten in die Arbeitswelt einer Köchin oder Sportlehrerin. Und die Jungen probieren sich in sozialen Berufsbildern wie Erzieher oder Altenpfleger aus. Eine Station war der Kindergarten Bärenbande. Dort werden zurzeit 62 Kindergartenkinder betreut, die jüngsten von ihnen sind 4 Jahre. Die Jungen konnten dort gleich selbst aktiv werden und mit den Kleinen basteln, spielen und singen. Vielleicht bringt ja der eine oder andere das Zeug für einen guten Erzieher mit. Im gegenüberliegenden Altenpflegeheim Anton Günther lernten die Sechstklässler die Berufe des Altenpflegers und Altenpflegehelfers kennen. Von erfahrenen Altenpflegern erfuhren die jungen Besucher, welche Hilfsmittel beispielsweise beim Baden benutzt werden und wie diese funktionieren. Ganz interessant und spannend wurde für die Mädchen ein Besuch der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bärenstein. Jetzt sehen sie die Arbeit der Feuerwehrleute aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und vielleicht ergreift eines der Mädchen ja mal einen technischen Beruf. Diesem Aktionstag liegt eine gemeinsame Initiative mehrerer Partner zugrunde. Entstanden ist vor 5 Jahren im lokalen Bündnis für Familie Annaberg, wo verschiedene Bündnispartner wie die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Annaberg, die Agentur für Arbeit, die Wirtschaftsförderung, natürlich Kommunen und verschiedene Unternehmen mit als Bündnispartner bereit sind, den Kindern mal diese Berufe vorzustellen, um sie ganz einfach für ihr Berufsleben, für ihre Arbeitswelt zu begeistern. Mädchen und Jungen für neue Berufswege zu interessieren, das unterstützt auch die Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz. Deren Chef Siegfried Bäumler war deswegen auch zum Aktionstag in Bärenstein mit vor Ort. Mit Blick auf den erzgebirgischen Arbeitsmarkt zum Monatsende April 2018 konnte er sagen: Der Arbeitsmarkt hat sich im April positiv entwickelt, auch erwartungsgemäß. Wir hatten ja Anfang April noch Ostern. Und damit auch nochmal jetzt im April deutlich mehr Rückrufe in den Saisonberufen, sodass die Arbeitslosenquote jetzt im April deutlich zurückgegangen ist von 5,3% im März auf jetzt 4,9% im April. Und wir merken das auch, dass deutlich mehr Menschen in Arbeit gegangen sind, als sich neu jetzt in
aus Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet haben. Diese Zahlen spielten für die Schüler aus Großrückerswalde am Tag für ihre individuelle Berufsorientierung in Bärenstein noch nicht so die Rolle. Bleibt zu hoffen, dass es in ein paar Jahren, wenn diese Mädchen und Jungen ins Berufsleben einsteigen, immer noch so positive Signale vom erzgebirgischen Arbeitsmarkt gibt. Die Erzgebirgsnachrichten am Freitag. Nach dem Tötungsverbrechen an einem 27-jährigen Mann in Aue sind zwei Tatverdächtige im Alter von 21 bzw. 26 Jahren im Erzgebirgskreis und ein weiterer 21-Jähriger im Bereich der Polizeidirektion Görlitz vorläufig festgenommen worden. Die Kriminalisten der hiesigen Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Chemnitz gehen nach gegenwärtigem Kenntnisstand davon aus, dass das Trio in der Nacht zum 18. April 2018 den 27-Jährigen auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in der Erdmann-Kircheis-Straße durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gebracht und in einer der dortigen Brachen letztlich zurückgelassen hat. Was sich konkret vor der Tat und unmittelbar danach ereignet hat, ist ebenso Gegenstand der weiterhin laufenden Ermittlungen, wie das Motiv der Tötung und die jeweilige Tatbeteiligung der drei jungen Männer. In Pöhla erstrahlt ein das Ortsbild prägendes Gebäude in neuem Glanz. Durch umfangreiche Umbau- und die Rekonstruktionsarbeiten ist das ehemalige Rathaus des heutigen Schwarzenberger Ortsteils zu einem echten Kleinod geworden. Das Objekt befindet sich in Eigentum der Stadt. Für Donnerstagabend hatte Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer anlässlich des Bauabschlusses zu einer Übergabefeier eingeladen. Dazu sagte sie unter anderem: Das Schwierigste für uns war das Thema Brandschutz. Und besonders interessant war das Thema Denkmalschutz. Immer wieder wurden wir begleitet von Dr. Lorenz von Landesamt für Denkmalpflege. Viele historische Befunde wurden wieder sichtbar gemacht. Sie sehen diese im Bereich der Wände hier im Saal und auch vom Treppenhaus. Hier ist also nichts vergessen worden, sondern was Sie hier sehen, sind die historischen Befunde. Wir werden das auch entsprechend noch beschriften. Das ursprünglich als Hammerherrenhaus und zuletzt als Rathaus dienende Gebäude wurde denkmalgerecht saniert. Landrat Frank Vogel, der bei der Übergabefeier in Pöhla zu Gast war, freute sich über die gelungene Umgestaltung zu einem öffentlichen Mehrzweckgebäude. Und ein Haus kann nur erhalten werden, wenn ich Leben hineinbringe, wenn ich Menschen hineinbringe, die dieses Haus auch achten und ehren und die es auch entsprechend auch pflegen und dort auch entsprechend nutzen. Und das ist mit diesem Konzept hier hervorragend gelungen. Das Gebäude bleibt ein zentraler Anlaufpunkt. Im Haus, das auch einen Fahrstuhl bekam, sind nach dem Umbau das Büro der Ortsvorsteherin, ein Mehrzweckraum zur Nutzung durch Vereine und den Ortschaftsrat entstanden. Eingemietet sind ein Arzt, eine Zahnärztin sowie eine Physiotherapie. Wussten Sie, dass täglich geschätzt 6.000 Menschen weltweit aufgrund von Arbeitsunfällen oder arbeitsplatzbedingten Krankheiten sterben? Der Welttag für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz am Samstag thematisiert diese Problematik. Wir in Deutschland leben in dieser Hinsicht durch gesetzlich klar regulierten Arbeitsschutz bereits in einer komfortablen Situation. Dennoch gibt es erzgebirgische Unternehmen, die weit mehr für ihre Mitarbeiter auf diesem Gebiet tun, als gesetzliche Bedingungen einzuhalten. Das Regionalmanagement Erzgebirge nennt drei Beispiele. Um die Firmenphilosophie, das Leben der Menschen ein Stück sicherer zu machen, auch innerhalb des Unternehmens zu wahren, setzt Abus in Pfaffenhain bei den eigenen Mitarbeitern an. So hat die Firmenleitung Pausenangebote zu fairen Preisen geschaffen, mit denen die Mitarbeiter Energie für die nächste Schicht tanken können. Möglich macht dies eine betriebsinterne Kantine, die eigentlich mehr als diesen Titel verträgt. Helle Farben und modernstes Design sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Einen ganz anderen Aspekt von Sicherheit bedenkt die KSG Leiterplatten GmbH in Gornsdorf. Mit der betriebseigenen Feuerwehr sichert das Unternehmen im Gefahrenfall die Gesundheit der 760 Mitarbeiter im Einzelnen und die laufende Produktion generell.
31 Kameraden zählt die Werksfeuerwehr, die alle Mitarbeiter bei KSG sind und das querbeet vom Facharbeiter in der Produktion bis hin zum Qualitätsingenieur. Leiden an Muskel- und Skelettsystem liegen auf der Liste der Volkskrankheiten deutschlandweit ganz vorn. Die Aweber Werkzeugbau GmbH Aue leistet mit präventiven Angeboten einen Beitrag für seine etwa 500 Mitarbeiter, um diese Probleme bei den Wurzeln zu packen. Von Yoga bis Rückenkursen in der Mittagspause, über bezahlte Jahresmitgliedschaften im Fitnesscenter bis hin zur Begutachtung der Arbeitsplätze durch Experten im Hinblick auf Ergonomie werden Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement angeboten. Der VfL 05 Hohenstein-Ernsthal steht erneut im Finale um die deutsche Futsalmeisterschaft. Am Sonnabend um 18.30 Uhr empfängt der sechsfache Regionalligameister und letztjährige deutsche Futsal-Vizemeister, den westdeutschen Futsalmeister, die Futsal Panthers Köln. Wer sich das nicht entgehen lassen will, gespielt wird in der aktuell modernsten Ballsportarena Deutschlands in Dresden, nahe dem Elbufer in der Weißeritzstraße 4. Im tschechischen Grenzgebiet Petrovice unterzeichneten die Leiter der deutsch-tschechischen Hauptzollämter, die beiderseits an der gemeinsamen Grenze liegen, eine Vereinbarung über ihre künftige gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich Kontrollen im Grenzgebiet. Auf der Grundlage des deutsch-tschechischen Polizeivertrages von 2016 arbeiten die Zollbehörden im deutsch-tschechischen Grenzraum eng zusammen. Sie führen gemeinsame Kontrollen durch, unterstützen sich bei grenzüberschreitender Nacheile und praktizieren gemeinsame Aus- und Fortbildungen. Die Zusammenarbeitsvereinbarung regelt nunmehr insbesondere die operativen Aspekte und ergänzt die restlichen Regelungen des Vertrages durch konkrete Bestimmungen für die Durchführung der gemeinsamen Kontrollen. Über 1 Million Kinder in ganz Deutschland bekommen rund um den UNESCO-Welttag des Buches am 23. April ein Buch geschenkt. Allein in Sachsen Schülerinnen und Schüler aus 2400 Klassen. Sie können ihr persönliches Exemplar des Jugendromans Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard von Sabine Z. in ihrer örtlichen Buchhandlung abholen. Lehrkräfte der Klassenstufen 4 und 5 sowie von Integrations-, Förder- und Willkommensklassen konnten im Vorfeld Gutscheine für die 22. Buchausgabe der Reihe »Ich schenk dir eine Geschichte« bestellen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post, CBJ Verlag und ZDF. Ums Lesen, vielmehr ums Vorlesen, geht's auch in unserem folgenden Beitrag. Gut angenommen wurde der 6. Vorlesewettbewerb für Schüler und Schülerinnen mit geistiger Behinderung im Erzgebirgskreis. Er fand am Mittwoch in der Oelsnitzer Bibliothek statt. Die Idee, einen Vorlesewettbewerb zu organisieren, hatten Ilona Groschwitz und Angela Kreher. Beide Frauen arbeiten als Lehrerin am Förderschulzentrum in Oelsnitz. Was 2013 aus einer Idee geboren wurde, hat sich bis zum heutigen Tag stets weiterentwickelt. Das Ziel der Oelsnitzer Lehrerinnen war es, noch mehr Schulen für diesen Vorlesewettbewerb zu begeistern und einen Wettbewerb daraus zu machen. Einen weiteren Ansatz gab dann Landrat Frank Vogel, der für diesen Vorlesewettbewerb einen Pokal stiftete. Dass dies Früchte trägt, zeigt, dass erstmals 5 Schulen teilnahmen. Für die Schüler und Schülerinnen gibt es 2 Kategorien zu bewältigen. Zum einen können sie aus ihrem Lieblingsbuch einen geübten Text vortragen. Zum anderen hatten die Vorleseteilnehmer aus einem unbekannten Buch zu lesen. Das war diesmal das Buch Oma von Peter Hertling. Jeder der 9 Leser stellte sich persönlich den anwesenden Gästen und der 5-köpfigen Jury vor. Vor dem Lesen weist ein begleitender Lehrer das Publikum in das Thema des Buches ein. Wohnen wir vielleicht in Nummer 1319? Das muss es sein. Vorsichtshalber klopfte ich bei Nummer 1319 an. Niemand antwortet. Vermutlich schlafen meine Eltern noch. Ob sie die Schlafkrankheit haben? Ich mache die Tür einen Spalt breit auf und gucke in das Zimmer. Aha, denke ich erleichtert. Hier bin ich richtig. Dort drüben neben der Balkontür steht die weiße Kommode mit unseren Büchern. Rechts davon steht der Kleiderschrank und links auf dem breiten Bett liegen meine Eltern.
Sie haben sich die Decke über den Kopf gezogen und schmusen darunter herum. Ich höre, wie sie flüstern und kichern. Das gefällt mir. Aufmerksam wurde das Geschehen am Rednerpult von den Gästen verfolgt. Für alle Teilnehmer gab es am Ende lobenden Beifall. Für die Schüler ist so ein Tag auch etwas ganz Besonderes. In einer anderen Stadt und vor so vielen Leuten zu lesen, das ist nicht gerade einfach. Angereist waren die Brünnlersberg-Schule aus Aue, die Förderschule Christian Felix Weise aus Annaberg-Buchholz, die Brückenberg-Schule Schwarzenberg und die Kurfürst-Johann-Georg-Schule aus Johann-Georgenstadt. Gastgeber war das Förderschulzentrum in Oelsnitz. Kalle wuchs in einer kleinen Stadt in der Nähe von Düsseldorf auf. Sein Vater arbeitete im Büro einer Fabrik. Er rechnete immer zusammen, was die anderen dann in die Lohntüten kriegen. So erklärte Kalle den Beruf seines Vaters. Manchmal ging Kalles Vater in die Kneipe, meistens am Freitagabend. Und dann kam er betrunken nach Hause und beweinte die Welt. Kalles Mutter schimpfte, immer am Wochenende das heulende Elend. Kalle konnte diese Ausbrüche nicht verstehen, denn eigentlich war sein Vater ein fröhlicher Mann. Nachdem nun alle Schüler ihre Kür- und Pflichtlesung absolviert hatten, trat die fünfköpfige Jury zusammen. Für uns Gelegenheit, Ilona Kroschwitz zu fragen, wie sie mit der Veranstaltung zufrieden war. Wir waren sehr zufrieden. Was mich am allermeisten immer wieder überwältigt, ist eigentlich die Leistungen der Schüler, die sie beim Lesen bringen. Und das ist eigentlich das, was zählt. Und die Schüler, die sich ja über Monate hinweg vorbereiten und dann auch hier Freundschaften schließen und vor allem auch die Schulen untereinander, dass sie näher zusammenwachsen. Inzwischen hat auch die Jury ihr Urteil gefällt und rief zur Siegerehrung. Als erstes bekam jeder Leser eine Teilnahmeurkunde überreicht. Dann wurde es spannend. Platz 3 belegte Maja Schikora von der Brünnlersberg-Schule in Aue. Platz 2 ging an Julia Unger, ebenfalls von der Brünnlersberg-Schule Aue. Am besten konnte Doreen Runde von der Kurfürst-Johann-Georg-Schule Johann-Georgenstadt überzeugen. Sie belegt in diesem Jahr Platz 1 im Vorlesen. Dafür konnte sie den begehrten Pokal mit nach Johann-Georgenstadt nehmen, ganz zur Freude ihrer Mitschüler. Bisher fand der Vorlesewettbewerb immer in Oelsnitz statt. Aber mit dem Pokalgewinn liegt die Gastgeberschaft nun wohl beim Pokalgewinner. Zeit für den Blick in den Veranstaltungskalender. In der St. Johanneskirche Lößnitz wird am Sonntag 17 Uhr die Schöpfung von Josef Haydn aufgeführt. Ausführende sind Solisten, das Collegium Instrumentale Chemnitz und Kirchenchöre. Das Duo Liaison gastiert am Sonntag um 17 Uhr in der evangelisch-lutherischen Kirche Lauter. Duo Liaison, das sind Dunja Avadang mit ausdrucksstarker Stimme und Jörg Nassler mit virtuoser Gitarre. Zu erwarten sind alte Choräle in textlicher Neufassung von Gerhard Schöne oder Lieder von Hermann van Veen, gesanglich im neuem Gewand dargeboten oder als Gitarrensolo rein instrumental interpretiert. Am Sonntag findet der 12. Wiesenbader Kräutermarkt im Kurort Thermalbad Wiesenbad statt. Der bildet traditionell den Höhepunkt in der Wiesenbader Kräutersaison. Zwischen 10 und 18 Uhr laden etwa 40 Händler in und um die Kurparkhalle gleichermaßen zum Bummeln und Schauen ein. Das Angebot reicht von frischen Kräutern über Fruchtaufstriche und Kräuteröle bis hin zu Naturwerkstücken aus verschiedensten Materialien. Von 12 bis 17 Uhr heißt es Kunterbunt in den Mund im Wiesenbader Kräuterkochstudio. Außerdem können die Besucher von 14 bis 17 Uhr das Bienenhaus besichtigen und erhalten dort Informationen rund um die Atemwegstherapie, Apitherapie. Der Reit- und Fahrverein Seifersdorf richtet der Tradition folgend auch 2018 ein kleines Reitturnier und ein großes Reit- und Fahrturnier aus. Los geht's am Wochenende mit den Dressur- und Springprüfungen beim kleinen Reitturnier. In Lößnitz findet ebenfalls an diesem Wochenende das 35. Springturnier auf dem Reitplatz am Steinweg statt.
Am kommenden Wochenende, einschließlich des Brückentages am 30. April und natürlich zum Feiertag am 1. Mai, verkehren die Dampfzüge der Preßnitztalbahn im 2-Stunden-Takt. Alle Besucher und Gäste sind von den Vereinsmitgliedern ganz herzlich zu einer Fahrt im erblühenden Preßnitz- und Schwarzwassertal eingeladen. Die planmäßigen Züge der Museumsbahn starten alle 2 Stunden in Jöhstadt von 10.05 Uhr bis 16.05 Uhr. Ab Steinbach fährt um 11 Uhr der erste Zug, dann ebenfalls alle 2 Stunden bis um 17 Uhr. Zu einer öffentlichen Führung lädt die Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz-Erzgebirge für Sonntag 16 Uhr ein. Der aus Frankreich stammende Fotograf Frédéric Carnet erzählt in 10 fotografischen Serien seine persönliche Geschichte, die ihn von der Metropole Paris über Japan, Island und Spanien bis hin nach Hohenstein-Ernsthal führte. Galerieleiter Alexander Stoll erläutert Entstehungshintergründe und Motive des Künstlers. Mit den Bienen durch die Lande, eine Wanderung mit Imkeraugen, heißt eine Veranstaltung des Naturschutzzentrums Erzgebirge, zu der am 5. Mai eingeladen wird. Wanderleiter ist Markus Schwuchow, Vorsitzender des Imkervereins Annaberg-Buchholz Oberes Erzgebirge. Start ist 14 Uhr an der Herberge des Naturschutzzentrums in Dörfel. Um eine vorherige Anmeldung beim Naturschutzzentrum wird gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Das war ErzTV Kompakt am Freitag. Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende, sofern Sie es haben, auch ein angenehmes XXL-Wochenende. Wir in der Fernsehredaktion lassen den Brückentag weg. So können Sie sich am Montag auf eine neue Ausgabe von ErzTV Kompakt freuen. Bis dahin fassen wir an ErzTV die Woche, die Ereignisse der letzten Tage zusammen. Und Sonnabend geht ja außerdem eine neue Ausgabe von ErzTV das Magazin, unter anderem mit Bildern aus dem Tierheim Stolberg, an den Start. Diese Sendung ist jetzt am Ziel. Glück auf!